Komm man rüber, ich heb ne Birn. Hallo liebe Deutschlernende, heute trage ich euch Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland vor. Ein Gedicht über einen sehr freigebigen Menschen. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland ist eine Ballade, ein erzählendes Gedicht von Theodor Fontane aus dem Jahr 1889. Laut einer Umfrage ist Herr von Ribbeck das beliebteste deutsche Gedicht. Ich möchte es euch vortragen. Das Gedicht enthält einige Zeilen auf Märkisch-Plattdeutsch, ein Dialekt. Ich werde diese Zeilen im Dialekt vortragen und dann auf Hochdeutsch übersetzen. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit. Und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er: Junge, wisst ne Bär? Junge, möchtest du eine Birne? Und kam ein Mädel, so rief er: Lüt Dürn, komm man rüber. Ich heb ne Birn. Kleines Mädchen, komme mal herüber. Ich habe eine Birne. So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Ribbeck: Ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Und 3 Tage drauf aus dem Doppeldachhaus trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht sangen Jesus meine Zuversicht. Und die Kinder klagten, das Herze schwer. He ist tot nu, wer gibt uns nu ne Bär? Er ist nun tot, wer gibt uns jetzt eine Birne? So klagten die Kinder, das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der Neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der Alte vorahnt schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn. Der wusste genau, was damals er tat, als um eine Birne ins Grab er bat und im 3. Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling sproßt heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung übern Kirchhof her, so flüstert's im Baume: Bist denn der Bär? Willst du eine Birne? Und kommt ein Mädel, so flüstert's: Lüt Dürn, komm man rüber, ich heb ne Birn. Kleines Mädchen, komm mal herüber. Ich habe eine Birne. So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Ich hoffe, du fandest dieses Gedicht auch so schön, wie ich es finde. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss! Vielen Dank fürs Zuschauen.
Gefallen dir diese Videos? Inspirieren dich diese Videos? Hast du das Gefühl, dass dies eine tolle Art ist, Deutsch zu lernen? Wie viel sind dir diese Videos in deinem Leben wert? Ich brauche deine Unterstützung, denn ich habe seit fast einem Jahr meine Zeit, fast immer Vollzeit, und meine eigenen Ersparnisse in dieses Projekt investiert. Und jetzt sieht es danach aus, dass mir das Geld ausgeht. Ja, mir geht das Geld aus. Ich kann diese Videos nur noch dieses Jahr machen. Es sei denn, du folgst diesem Link und wirst ein Unterstützer auf Patreon. Ich brauche deine Unterstützung. Und mit deiner Unterstützung werden diese Videos über mehrere Jahre existieren. Und ich denke, es wird total fantastisch. Ja? Also mit deiner Hilfe können wir hier etwas richtig Großes, etwas richtig Tolles schaffen. Vielen Dank im Voraus. Tschüss und bis morgen.